So, ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück zu Let's Play Dark Souls 2, Part 68. Und ja, ich habe mal wieder bis zu dieser Stelle gespielt und habe was Interessantes rausgefunden. Hab auch den erledigt. Es gibt hier einen Safe Spot und zwar lockt den Typ so ein bisschen raus und stellt euch hier hin, wo ich auch die anderen Magier dort nicht beschießen können. Bis zu dieser Stelle kommt er nicht, also da könnt ihr ihn auch mit Pfeil und Bogen erledigen, weil ich sag's nochmal, ich empfehle gegen die Typen Nahkampf nicht. Lebensring plus 2, Sängerinnenkleid. Boah, Lebensring plus 2, schon wieder so ein plus 2 Ring. Haben wir da überhaupt schon einen? Haben wir überhaupt schon mal einen Ring plus 2? Warte mal. Erhöht maximal, haben wir nicht mal plus 1 bekommen. Ja, doch, hier. Zauberquarz haben wir plus 2. Und sonst haben wir keinen plus 2. Nein, nein, haben wir nicht. Erstaunlich. Unser erster Plus oder unser zweiter Plus 2 Ring. Bemerkenswert. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ach ja, genau. Ganz vergessen, das Kleidchen. Wo haben wir das denn? Sängerinnenkleid. Sängerinnenkleid. Von einer weitgereisten Muse getragenes Kleid. Bietet quasi keinen körperlichen Schutz, ist aber mit hoher Magieresistenz gesegnet. Okay. Lohnt sich also vermutlich in diesem Gebiet hier. Diese entzückenden Sängerinnen haben ihren Gesang vom großen Toten persönlich erhalten. Persönlichkeit bedeutet ihnen nicht viel. Sie leben für den Gesang und sie werden singen, bis sie nicht mehr können. Ja, stimmt. Das hat uns ja die eine dort auch schon so vermittelt. Die mit M. Ich hatte letztens den Namen mal gelesen, aber um ehrlich zu sein, habe ich ihn schon wieder vergessen. Das ist aber auch schlimm. Oh, die machen mich platt, die machen mich platt, wenn ich hier nicht wegkomme. Schnell. Ja, gut, bin in Sicherheit. Zumindest vorerst. Oh, zwei. Hallo, 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 hallo. Fuck. Ja, gut, jetzt muss ich mich nicht mehr dahin. Nein. Auch ein Haufen Weicheier, ey. Droppt ihr auch euren hässlichen Hammer oder was das darstellen soll? Na, ich denke ja mal. Wäre zumindest traurig, wenn nicht. Den Hammer will ich ja unbedingt besitzen und oh, der schon wieder. Ja, schön auf einer Ebene. Menschenbild, schön, da setze ich dann gleich eins ein vorm Boss. Jetzt aber nicht. Okay, du da. Auch wenn ich dort zwingend nur einen Ring hätte. Ich zumindest einen Ring hätte, mit dem ich hier im Wasser schneller laufen könnte. So einen Chlorantiering. Stufe 2, den bräuchte ich vielleicht mal, weil ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass meine Ausdauer an sich jetzt sich trotzdem nicht sehr schnell regeneriert. Und das ist schon ein bisschen nervig. Ja, ich sehe schon. Da hinten liegt mein Zeug, sehr gut. Ah, Mist. Sehr schön, und das Gefehle geht weiter. Dadurch habe ich schon wieder Seelchen verloren, und zwar genug. 12.000, fast 13.000 eigentlich, ne? Aber sehen wir es mal positiv, dieser Typ spawnt bald nicht mehr, denn den habe ich mittlerweile schon fast so oft getötet. Viel mehr geht da bald gar nicht mehr. Zum Glück hat das mich nicht getroffen. Rotes Wasser. Rotes Wasser hört sich dreckig an. Ist es aber nicht. Ist ziemlich gutes Item eigentlich. Heilt mir auch ein paar TP. Warte mal, ich setze gleich mal eins ein. Heilt viele TP. Wartet mal, ich mache noch was anderes. Hartstahlring ist hier weniger. Zauberquarzring plus 2. So, damit meine Magieresistenz ein bisschen höher ist. Weil in dem Gebiet wird man einfach nur permanent. Wirklich permanent nur zugespammt. Das ist so nervig, ey. Die reden doch irgendwas, wenn die sterben. Zumindest jetzt gerade habe ich wieder irgendwas gehört.
Ja, du kommst eh nicht so weit, du Trottel. Okay, hier ist auch wieder so ein Safe-Spot, wo man den erledigen kann. Seht euch an, wie nervig die Zauber sind, ey. Okay, das hätte ich jetzt nicht machen müssen, das hätte bei einem Mal gereicht. Hier, guckt euch's an! Boah, ey, das geht doch nicht. Mir ist schon wieder so viel Zeit vergeudet, ey. Boah. Ich wollte eigentlich den Boss in diesem Part besiegen, ob das noch was wird? Fraglich. Und welcher Blödmann will hier unten PvP? Den haben sie doch auch, ich sag's mal so, ins Gehirn geschissen, weil... Es sei denn, der hat natürlich was, dass er im Wasser schneller laufen kann. Da gibt's bestimmt was. Komm. Stirb. Ich meine, in Dark Souls gab's auch den... nicht verrosteten, diesen Eisenring da. Oder war es der verrostete Eisenring? Na, jedenfalls den, den man im Asyl der Untoten beim zweiten Besuch bekam. Bin mir ganz sicher. Ja, aber ich dachte, es war ein verrosteter Eisenring. Ja, ja, okay, schießt daneben. Hui. Viele Treffer und natürlich spammt er schon von dort hinten. Ersten haben wir uns entledigt. Jetzt nur noch die Spammer. Na, die Spammer zu töten, das wird leichter, aber dann auch gegen Nahkämpfer gleichzeitig zu kämpfen, das ist scheiß Arbeit. So, zwei von den Typen wieder. Wann bemerken die mich denn? Scheiße, aber klar, dass das mich treffen würde. Nee, mal ernsthaft, das ist wirklich lame hier. Das ist mehr als lame. Ich hätte natürlich auch mal nachgucken können, was für einen Ring man da braucht und ob ich den besitze, aber... Ach, da muss es doch was geben hier. Du bist... Wie oft habe ich dich jetzt schon umgebracht? 7, 8 Mal bestimmt. Ja, so wie die Typen hier. Aber sehen wir es mal so, also dafür bin ich Dark Souls 2 wirklich mehr als dankbar. Ups, Gegenstand. Oh, das Wasser. Die Tatsache, dass Gegner nach 10 Mal nicht mehr respawnen. Gerade in solchen nervigen Gebieten wie diesem hier, ist das wirklich balsam für die Seele. Weil, ich glaube, irgendwann, wenn das immer so weitergehen würde, würde ich einen mentalen Zusammenbruch erleiden. Weil das nervt einfach nur, das nervt sowas von... Stirb! Ja, da kann man auch im Laufen ausweichen, aber wenn es mehrere sind, ist es trotzdem ziemlich schwer. Glitzernder Titanit, ach Mist, wenn ich da nur aufrüsten könnte. So, diesmal gehe ich wieder der andere Seite, die ist nämlich clever und bevor ich das mache... Mache ich mich menschlich, damit ich ein bisschen mehr Energie habe. Ich wollte in diesem Part eigentlich zum Boss kommen. Ich meine, dort hinten ist er. Es ist hundertprozentig ein Boss. So, komm her. Ja, los, komm her, du komischer Erzdrachenwächter. Oh, jetzt haut er mich mit seinem Schild. Als Belohnung stirbst du. Alter, schimmernder Lebensstein. Sehr gut. Ich ziehe Magie über mein Schwert. Selbst das Schild wegstecken kostet.
Points. Ja gut. Allem kann man nicht ausweichen. So, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich hier heilen kann, beläuft sich auf 0%. So, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt endlich... Nicht noch so ein Vieh. So, jetzt sind sie endlich tot. Und... Nein! Nein! Hau ab! Jetzt... reicht's mir aber endgültig mal mit euch Arschlöchern. So, gut, wir sind beim Boss angekommen. Und das ohne Fails. Oh, Glück gehabt. So, was bist du jetzt für eine? Hey, was ist das denn? Ist das auch so eine? Oh, egal, wen interessiert's. Solange sie tot ist, ist mir das scheißegal und Rache, ja. Genau. Freunde, ihr sprecht mir da wahrlich aus der Seele. Denn die Rache, die war mehr als fällig. Köderschädel. Ach man, was brauche ich denn Köderschädel? Bringen die denn hier überhaupt irgendwas? Vor allem gerade gegen die Gegner. Warum sollen die sich davon ablenken lassen? So, da drüber komm... dorthin komme ich bestimmt noch. Jetzt wird es auch mal Zeit für einen Boss, Freunde. Einen Boss zum Abschluss dieses Parts hier noch. Ich frage mich, ob ich überzogen habe oder nicht, weil ich habe schon wieder Anfangszeit vergessen. Okay, doch kein Boss. Verarschen. Verarschen. Ja, was wird das denn hier mit euch Pilzköppen? Und mega Insekt. Okay, der liebliche Gesang ist schon wieder da. Fuck. Was ist denn das für ein Nebel und... Ah, verstehe. Der Nebel, der lässt also mein... Ne Waffen. Wohl nicht meine. Nee, nee, nee. Och Mann. Voll gespammt. Der Nebel lässt also meine. Was? Rios Rastplatz? Okay. Der Nebel lässt also meine Waffen im Grunde. Oder meine Ausrüstung. Hier, da ist der Menschentöter. Den hätte ich gern, der lässt meine Waffen, ja, auseinander, die kursieren. Die fallen einfach auseinander, die sind halt beschädigt. Aber Ringe macht er nicht. Und meine ganze Rüstung ist kaputt, scheiße. Ich dachte, ihr wärt tot. Nee, bin ich nicht. Hättest du wohl gerne. I'll be around, if you make it back. Boah, ey, du bist mir schon einer. So, mal gucken, ob jetzt dieser Herr, dessen Namen ich total vergessen habe, weil... Ich meine, wie oft war ich bei dem? Fast gar nicht. Oh, hello again. Nein, ich sollte mir mal seine Ausrüstung kaufen. Ach komm, ich kaufe die mir jetzt mal alle hier. Kosten ja eh nichts. Die lege ich dann jetzt aber auch gleich ab. Nur damit ich die gekauft habe, weil dieser Herr verkauft nämlich von dem ein oder anderen Boss dann das Outfit. Aber ich... weiß nicht, wann der das macht. Ich dachte, der macht das, nachdem er den Boss besiegt hat, aber wahrscheinlich ist er aggro, weil ich hier noch nichts gekauft habe. Nein. Eins bitte. Eins bitte. Eins bitte. Thanks very much. And do please come again. Ja, ich komme irgendwann mal wieder, aber jetzt sicherlich nicht. Ich bin einfach nur erleichtert, dass wir jetzt dort hinten zumindest ein Leuchtfeuer gefunden haben. So, Gegenstandskiste, ja. Schilde. Legen wir doch mal alles ab. Genauso wie das Zeug. Infanterie. Drang Lake, das behalte ich mal noch. Feste Stulpen, Infanterie, V1
Falkner, Stulpen und hier Feste, Infanterie, Erz, Falkner, okay. Apropos, wenn ich gerade noch Gamaschen sehe, die muss ich noch aufrüsten. Die muss ich noch ein bisschen aufrüsten. Und zwar, mein Kopf könnte ich auch noch ein bisschen. Ja, das lohnt sich bestimmt. Aber hier habe ich auch noch bessere Blutung und hier. Gut, ich gebe meinem Kopf mal ein Upgrade und meinen Füßen ein Upgrade. Und dann gebe ich dem eins, dem noch eins und große Titanitscherbe und oi. Ja. I'll be around if you make it back. So, jetzt ist die Rüstung nämlich auch noch ein kleines bisschen besser. Und mit dieser Ausrüstung kann ich zum dritten Leuchtfeuer, da ist gerade Nebel drauf, kann ich wieder zum dritten Leuchtfeuer reisen und leider Mist. Fuck, das Vieh ist auch wieder da. Ja, scheiße, ey. Nein! Auf meine Waffen kaputt zu machen. Lebensstein. Sind ein bisschen beschädigt. Naja, gut, geht noch. Okay, ich denke mal, ich beende den Part hier an dieser Stelle. Ich werde bis zum nächsten Part mal das Vieh dort noch erledigt haben, aus sicherer Distanz. Denn, wie schon gesagt, sicher ist sicher. Und dann sehen wir uns hier an dieser Stelle wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl es war ein bisschen nervig, aber jetzt sind wir ja an diesem Punkt und ich denke mal, im nächsten Part gibt es dann wirklich mal wieder einen Boss. Also, ich hoffe, ihr bleibt dran. Tschüss, bis dann.